Da sind wir jetzt auch schon in der Analyse von Trizzy vs. OZZ und da fangen wir einfach mal direkt an. Bei dem Beat fand ich bei Trizzy, der ging auf jeden Fall ab, hat zu ihm sogar gepasst, hat recht geil auch geflowt, hatte in der Hook so ein bisschen die Flowfehler dann doch schon bekommen. Bei OZZ fand ich den Beat aber langweilig, der war halt irgendwie, keine Ahnung, nicht motivierend genug, war einfach nur so ein Beat, der einfach nur irgendwo gesucht wurde, der halt der erstbeste Beat war, den man gefunden hat. Deswegen verteile ich da auf jeden Fall ein 4:1 für Trizzy. Beim Flow ist es jedoch anders. Da ist es schon ausgeglichen, da denn bei Trizzy war ja halt in der Hook so der Flow ab und zu ganz leicht Offbeat. Und bei OZZ war das ab und zu unverständlich, deswegen gebe ich da ein 9:8 für Trizzy. Also gerade eben hätte auch ein 8:8, 9:9 sein können, aber da fand ich Trizzy doch einen ganz kleinen Ticken weiter vorne beim Flow. In der Hook fand ich bei Trizzy das auf jeden Fall auch recht nice, Orwo-mäßig und so weiter. Bei OZZ war das erst gar nicht so, keine Ahnung, da wusste man nicht, ob es wirklich die Hook erst war, musste dann zweimal hinhören. Hat man aber es doch dann hinbekommen und war eigentlich auch recht in Ordnung. Gibt es auf jeden Fall ein 8:7 für Trizzy. Bei dem Entertaining fand ich, bei Trizzy war es einfach nur kurz und knapp und deswegen fand ich das halt nach einer Weile nicht mehr so entertainingreif. Bei OZZ war das aber irgendwie ein bisschen entertainingreifer, fand ich. Deswegen gibt es ein 4:3 für OZZ. Voting war ja dann für Trizzy mehr, war aber bei beiden nicht so wirklich besonders gut, deswegen gibt es ein 4:3 für Trizzy. Ja, da hätte OZZ sich vielleicht ein paar Punkte gammeln können, hätte das ein bisschen mehr geteilt oder so. Bei Extra gibt es ein 4:5 für OZZ, weil ich fand insgesamt jetzt die Runde von OZZ halt irgendwie, keine Ahnung, war halt voller, war mehr Inhalt und so. Das finde ich halt besser. Bei Trizzy war das halt einfach nur so kurz und knapp und das fand ich halt recht schade. Und dann halt auch noch in der Hook ein bisschen, ganz klein bisschen Offbeat gewesen und so weiter. Aber sonst war die Runde ja von Trizzy auch gut. Deswegen halt ein 5:4 für OZZ. Bei den Punchlines ist es aber ein 9:10, also 10 Punkte für OZZ und 9 Punkte für Trizzy. Denn ich fand bei der Zauberer von Oz, laut Trizzy, hat mehr gepuncht, weil bei Trizzy war einfach wenig Inhalt, deswegen auch wenige Punches, deswegen fand ich OZZ ein ganz klein bisschen weiter vorne, durch die Bannerkarte halt auch nochmal ein bisschen rausgeholt, so von Musikalität her auch nochmal und deswegen fand ich das halt ganz leicht mehr für OZZ, aber beide haben jetzt nicht besonders die allerbesten Punchlines rausgebracht. Ich weiß auf jeden Fall, glaube ich, dass ihr beide das besser könnt. Ja. Reime waren halt ein bisschen Standard so bei OZZ. Deswegen halt auch so von der Technik her nicht so das allerbeste. Kommentare, das macht keiner nur für Geld. Doch ich glaube, du hast dir ein paar Fake-Accounts erstellt. Der Zauberer von Oz, komm, ich zeig dir einen Zaubertrick. Du und der Dämon werden von mir magisch rausgefischt. Bin ein Versager, ich kenne deine Runde schon. Hast du im Feature Sibanak, bist du ein Hurensohn. Gar Kartoffelname mit 14 macht der Boy mir auf Kanake. Was eine Blamage, das ist hardcore peinlich. 1,92 gegen irgend so ein Kleinkind. Ganz, ganz in Zwecke rein, deshalb glaub ich, dass du deine Texte selber schreibst. Denn sie sind der letzte Scheiß, ja, yeah, yeah. Du fix eine Flasche, dicker Battle oder Freakshow. Du bist nur ein Peach, Bro, guck mal, wie ich mich flow. Deine Bitch will Schwanz und sie wird von mir gediebtroll. Rennst du kleinen Schwanz, hast ne riesengroße Fresse. Triffst du mich persönlich, werde ich dich mit meinen Schlägen treffen. Du bist... So, und das war mit den Punchlines auch noch. Ja, das Battle ging dann halt 41:38 für Trizzy aus. Recht knapp auf jeden Fall und Glückwunsch an Trizzy, OZZ, schade, aber ja, vielleicht beim nächsten Mal. Beide haben aber sehr gut abgeliefert. Weiter so.